Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Transport Fever 2. Einen schönen Sonntag wünsche ich. Wir haben heute bis auf hier ein bisschen Stau und da ein bisschen Stau eigentlich vielleicht ein bisschen was unter Kontrolle, sage ich jetzt mal. Hier geht es auch relativ gut ab. An dieser Stelle. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen nachhelfen noch. Ich glaube, was wir machen könnten, ist hier das ändern und einmal dann hier eine Straße, also die Straße wegmachen und beziehungsweise einmal halt Autobahn mit hier Anschluss und einmal Autobahn mit da Anschluss machen. Ich glaube, das wäre sinnvoller als das hier. Beziehungsweise Autobahn weiß ich gar nicht, ob so clever ist. Aber wobei doch vielleicht schon. Wir machen das hier mal weg. Deswegen habe ich auch hier diese Autobahn-Anfänge gemacht. Ich kann nur schauen, kann ich das hier mit dem Acid Miles? Ja, genau so. Die Steine da weg. So, und jetzt machen wir das, was wir in letzter Zeit sehr oft machen, und zwar diese Kreuzung verwenden. Und zwar einmal so. Jo, ich glaube, das ist einigermaßen sinnvoll, das so zu machen. Und zwar so. Jetzt Straße einmal. Kann ich... Dieses komische Teil da gefällt mir irgendwie nicht. So. Dann machen wir das dann so. Hier, glaube ich, brauchen wir dadurch keine so breite Straße auch. Also, das können wir normale, zu einer normalen Straße wieder machen. Dafür werden wir die wahrscheinlich größer machen müssen. Weil das wird dann unsere Mainstraße sein. Das heißt, wir brauchen dann wahrscheinlich das so ein bisschen eher. Und hier ist dann der Autobahn-Anbringer. Anbringer? Zubringer heißt das dann in dem Fall. So, Autobahn. Wo seid ihr? Da. Ja, einmal hier verbinden, da verbinden, dort verbinden. Top. Ja, ich sag mal so. Machen wir vielleicht doch ein bisschen schöner, weil diese komische Ecke ist schon ein bisschen hässlich. So, und zwar einmal so, top. Und dann einmal von dem her, so. So, und jetzt sollten wir das einfach verbinden können, hoffentlich. Und es schaut einigermaßen gut aus. Betonung vielleicht zu sehr auf einigermaßen und weniger auf gut. Ja, das ist schon besser. Und jetzt gehen wir hier mit der... Okay, das hier ist ein bisschen zu weit drüben. Aber jetzt gehen wir hier nochmal mit einer Brücke hoch. Aber wobei, Moment. Kann ich nicht theoretisch, wenn ich das jetzt so mache... Achso, Moment, da hier sind... Da ist das mit dem Gleis. Macht nichts. Genau, ich kann das nämlich eigentlich einfach so machen... Das ist, glaube ich, viel sinnvoller, so eine Brücke zu kreieren. Wenn die einigermaßen so ist. Oh ja. Oh ja, Moment. Dann machen wir das genau so und machen es nämlich folgendermaßen. Dann haben wir vielleicht eine neue Art und Weise, Brücken zu kreieren. Und zwar, wir gehen hier so, also hier so weiter, machen hier so ein bisschen Steigung, machen hier auch so ein bisschen Steigung, dass die Brückenpfeile halt nicht so ewig weitläufig sind. Und jetzt, mit ein bisschen Glück, machen wir Folgendes. Das ist noch nicht hundertprozentig so, wie ich das möchte. Ja, das schaut schon ziemlich gut aus. Jo, das ist super. Top.
Das nehmen wir so. Und auf der Seite nehmen wir das genau so ebenso. Und zwar so. Auch einmal. Komm. Nein, Brückenpfeiler-Kollision. Nein. Schlecht. Brückenpfeiler-Kollision ungut. Nein, nicht runter. Hoch. Brückenpfeiler-Kollision. In die andere Richtung, glaube ich, kann ich dann ein bisschen besser das hinkriegen und dann drehe ich die Autobahn einfach um. So, und jetzt müsste ich die theoretisch einfach umdrehen können, oder? Hallo? Kann ich dich nicht umdrehen? Hallo? Busspur? Nein, würde ich gern umdrehen, so. Ist das nicht eine Option? Ich dachte, das wäre eine Option, eine realistische. Ah! Achso, mal. Ja, habe ich das jetzt kurz richtig gehabt, oder? Hier auf das Teil draufklicken bringt auch nichts. Das ist ja blöd, aber... Ich glaube, wenn ich das jetzt immer so ein bisschen... Ich meine, das ist richtig geschissen. Das sollte ich in Zukunft auch möglichst nicht so machen. Aber theoretisch funktioniert das. Also von daher nehmen wir. Ja. Genau. Und jetzt einmal so hier rüber und das kommt weg. Dann kommt es hier so ran. Zwar so. Und so. Und mit ein bisschen Glück dann. Mit ein bisschen Glück. Ich sag mit ein bisschen Glück dann so. Oder halt so. Ist auch okay. Ist fein für mich. Solange hier keine Ampel sind. Ah, doch, hier sind Ampeln. Gefällt mir nicht. Okay, vielleicht dann so. Hä, da ist keine gerade Ausspur. Ah, das wird schon passen. Vielleicht. Mit viel Glück wird das so passen. So, das schaut auch nicht so dumm aus. Von daher hier einmal ein bisschen schöner machen. Hier ein bisschen schöner machen und schon. Passt das, würde ich sagen. Ja. Und das sollte das jetzt so ein bisschen... Genau, weil viele fahren da geradeaus. Ein paar fahren da rechts rum. Ich würde sagen... Ist doch top. Hier haben wir noch ein bisschen das Problem, dass es... in die Richtung zu viel Stau gibt. Vielleicht soll ich das zu einer größeren Straße machen. Vielleicht löst das so ein bisschen Probleme hier. Oder ich mache einfach das zu einer Einbahn in die Richtung und das zu einer Einbahn in die Richtung. Na, schau mal, vielleicht... das mal in die Richtung. Und mit ein bisschen Glück... Okay, ich glaube, das hat die KI gerade so ein bisschen gefickt. Das mal zu einer Einbahn in die Richtung, damit sich hier das ein bisschen besser verteilt. Also so rum. Dann mache ich hier eine Ampel hin. Und dann warten wir vielleicht einfach ein bisschen, aber das sollte dann... Und das machen wir zu einer bisschen breiteren Straße. So. Ist hier schon eine Ampel? Ja, hier ist eine Ampel. Das ist super. Hier brauchen wir keine...
Hier sind eh beide Spuren in die Richtung. Vielleicht brauche ich das hier zu einer dreifachen Einbahnstraße. Damit das hier nicht so ganz geschissen... Damit beide Spuren schön verwendet werden. Ja, weil aus irgendwelchen Gründen wollen die das sonst nicht. Nee, aber das ist eigentlich gar nicht so bad. Das ist gar nicht so bad. Das würde ich fast noch zu einer doppelten machen. Das wäre vielleicht nicht so blöd. Doppelte Einbahn, hier doppelte Autobahn, also so. Jo. Das ist gar nicht so blöd. Und dann machen wir das hier noch. Hier unten noch auf dreifach. Und hier auch noch. Okay, warum kann ich das hier nicht auf dreifach machen? Weil das drüben zu eng ist. Okay. Machen wir so. Ah, damn it. Kann ich das jetzt machen endlich? Ich will nur das Stück machen. Nur das Stück. Ja, genau. Ja, so schaut gut aus. Das ist eh, genau, Autobahn. Nicht, dass ich hier typisch Landstraße oder so jetzt hier dazwischen reingebe. Und dann machen wir das hier so ein bisschen mit Platz. Und dann nicht ganz so, aber so. Top. Und jetzt sollte das lang... Ja, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen komischen Stuff, aber das macht nichts. Viele fahren da lang, einige fahren links rum. Noch staut das so ein bisschen. Aber ich glaube... Oh. Wobei, das hier ist eine doppelte Einbahnstraße. Vielleicht können wir hier eine dreifache Autobahn machen. Dann staut es nicht so. Ja, vielleicht ist das besser. Vielleicht ist das besser. Yo, ich glaube, das ist deutlich besser. Das ist, glaube ich, schon besser. Hier, wie schaut's hier aus? Einige fahren da lang, einige fahren da lang. Hier wollen die... Oh, ich glaube, diese Straße ist echt geschissen. Ich glaube, die Straße ist geschissen. Ich glaube, die machen wir lieber... So, und dann halt auf so einer kleinen, nicht kleinen Landstraße, sondern einer kleinen Normalstraße. Dann fahr ich halt hier so hin, wenn du unbedingt willst. So. Das hier ist so ein bisschen weird, dass das auf einmal so eine ganz schmale Straße hier für die 2 Meter wird. Das ist nicht so nice. Ich glaube, das ist schon deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. Jo. Ja, da jetzt löst sich das auch langsam auf. Ich glaube, wir haben gerade richtig gut was gemacht. Ich glaube, stautechnisch haben wir gerade sehr viel verbessert. Oh, hier ist der Stau auf die Autobahn drauf. Oh ja, ich glaube, es wäre sinnvoll, hier so eine Zwischenautobahn zu machen. Das wäre, glaube ich, wirklich ganz sinnvoll. Hier. So. Und dann hier so rüber. Und hier eine dreifache für ein kurzes Stückchen. Wäre, glaube ich, sehr sinnvoll. Dann können wir das auch zu einer einfachen Autobahnauffahrt, weil... Die meisten wollen eh da lang. Ja, jetzt muss das nur einigermaßen erstmal so ein bisschen... Jetzt muss ich das einfach mal ein bisschen auflösen und dann passt das schon, würde ich sagen. Ich glaube, das braucht jetzt einfach kurz. Oh, hier.
Oh ja, hier von der Dreifachen auf die Zweifache. Ja, ist so ein bisschen. Warum können sie nicht auf der linken Spur fahren, ihr Depp? Oder wir machen einfach die dreifache Autobahn bis hierhin. Ich glaube, das ist deutlich sinnvoller, die bis hierhin zu machen, wo die Ausfahrt auch ist. Ich glaube, das ist angenehmer. Hier staut sich's auch. Da machen wir, ich glaube, die dreifachen Autobahn bis zur Ausfahrt ist viel intelligenter. Dafür müssen wir hier nur ganz kurz ein bisschen. Ja, ich weiß, dass das gerade nicht top ist. Dreifach. Bis hierher. Zwar bis hierher und dann machen wir hier zweifache Autobahn hier rum und hier die Ausfahrt hier hoch. Das schaut ein bisschen sehr steil aus. Vielleicht machen wir die ein bisschen langgezogener. Damit das nicht ganz so beschissen ausschaut. Warum ist hier Bau nicht möglich? Am Arsch! Am Arsch ist hier ein Bau nicht möglich. What? What? Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? So. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir. Nein, warum ist jetzt die. Ah! Warum ist das nicht möglich? Kann ich das jetzt hier zur dreifacher Autobahn machen? Das war so nicht ganz geplant, aber hey. Jetzt machen wir den hier und jetzt machen wir den wieder rückgängig. Warum ist das jetzt nicht möglich? Ja doch, ist. Jetzt ist das wieder nicht möglich. Was zur Hölle passiert hier? Warum kann ich hier keine Autobahnabfahrt machen? Hier, Autobahnabfahrt. Ja, Abfahrt. Ja, also nicht ganz so, aber so roundabout, die Richtung ist richtig. Versteh's nicht, warum will das Spiel mich nicht? Will das nur so machen? Vielleicht, wenn ich so mache, kann ich es jetzt so verbinden? Nein, natürlich nicht. Halt! Okay. We take it. We take it. Alles cool, alles cool. Alles cool. So, das wird hier wunderbar. Das hier ist die Rechtsabbiegerspur. Das braucht jetzt ein bisschen, bis das hier sich einigermaßen eingedüdelt hat. Warum fahren eigentlich hier LKWs? Fahren die nicht alle über hier die Specialstraße? Warum fahren die. Also ernsthaft, warum fahren die nicht darüber? Moment, was ist das für eine Linie? Steinerner ist das. Warum fährst du Galati Süd? Schulweg ist hier. Dann fährst du bitte hier rüber. Nach. Moment, Galati Süd? Nein, nein, nicht zu dem. Nicht zu der Eisenbahn. Das ist. Du bist keine Eisenbahn. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Macht aber nichts. So. Haben wir hier nicht noch. Ich glaube, wir haben hier eine Landstraße, die wir jetzt nicht angeschlossen haben. Genau. Hier haben wir so eine kleine Landstraße, die jetzt gerade ins Nichts führt. Was ich so nicht ganz gut finde. Wobei, theoretisch könnte ich die dort hinten anschließen. Aber ich könnte die auch einfach so wieder lang führen und jetzt halt hier so. So machen. Oder halt drunter führen. Ich kann die einfach so drunter führen. So, machen wir das so. Machen wir das mal auf ganz easy. Einfach hier unter der Autobahn drunter, weil die ist hier sogar eh. Hier geht die Autobahn ein bisschen nach oben, die Straße geht ein bisschen nach unten. Und schon sind alle glücklich, sag ich mal. Also, einige.
Nicht alle. Man kann nicht alle glücklich machen. So, Assets. Hier noch ein paar Maltools. Bisschen Gras hier drauf. Dass es hier nicht so ganz kacke ausschaut. Und schon. Ja, das ist doch angenehm. Das schaut ein bisschen weird aus von der. Von der Farbe her, aber. Hä? Hey. Ihr würdet sagen, das ist okay so. Wir nehmen das so, alles cool. Aber warum schaut sich's hier schon wieder? Hier staut sich's schon wieder. Ach, weil das hier nur einspurig ist, oder was? Können wir das auf zweispurig upgraden? Können wir. So, wenn das jetzt auf zweispurig ist, sollte das auch besser flowen. Vielleicht brauchen wir noch einen Abzweig, der dann hier hinführt. Um das noch ein bisschen mehr zu auseinander zu dividieren. Das wäre eine Option. Ob es ein sinnvoller ist, weiß ich nicht so ganz. Aber es schaut mal so roundabout. Ne, es schaut aus, als wäre das, glaube ich, jetzt einigermaßen cool. Jo, es ist nicht mehr so wirklich Stau hier bis zur Autobahn. Das löst sich jetzt langsam auf. Von daher, mit dem Auflösen kann ich eigentlich... Beim Auflösen kann ich so immer ganz gut helfen, theoretisch. Indem ich einfach ein bisschen was zerstöre. So, und wenn jetzt kein Stau kommt, wissen wir, es kommt auch kein Stau. Was eine Logik. Hier in der Stadt ist jetzt auch nicht so groß Stau. Würde ich sagen, das passt soweit. Aber fast alle wollen da rechts lang. Okay, hier die Ampel ist geschissen. Machen wir hier die Ampel weg. Ampel hier ungut. Keine Ampel. Vielleicht brauchen wir noch hier eine Abfahrt dazwischen, die dann hier rüber geht. Wobei, dann wird die wahrscheinlich komplett überfüllt sein, oder? Ha. Das ist dann halt auch geschissen. Wobei, wir könnten die... Oh. Machen eine Ausweichstraße, die hier so lang führt. Machen hier eine Alternativstraße, die quasi hier Leute von da dorthin bringt. Aber halt nur von dem Teil wirklich. Also das halt Leute, die hier sind, über Autobahn fahren, die hier sind, über Autobahn fahren. Aber nur Leute, die hier in dem Bereich sind, fahren über Landstraße. Hoffentlich funktioniert das und ich habe nicht komplett die Autobahn invalidiert. Das wäre ein bisschen blöd, weil jetzt dann alle halt mit dem über das fahren. Das wäre ungut. Schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal, wie es läuft. Mach das hier übrigens nochmal zu einer vernünftigen Straße. Wie gesagt, let's see. Hier ein bisschen Stau, aber das macht nichts. Glaube ich. Hoffentlich. Oh ja, hier kommen gerade ganz schön viel weniger Autos. Und hier kommen gerade sehr, sehr viele Autos. Das war vielleicht nicht die allersinnvollste Idee. Das als so eine kurze Ding zu machen. Wir können... Ja, wir haben... das ist jetzt echt geschissen. Das ist echt geschissen. Das ist echt blöd. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Egal, wir machen mal wieder ein bisschen Hauptquest, sonst kommen wir hier nie weiter.
Die baufälligen Baracken im Zentrum sind Frau Dr. Elena schon lange ein Dorn im Auge. Sie beleidigen ihren Sinn für Ästhetik. Hinfort damit! Sie beleidigen ihren Sinn für Ästhetik, ist gut. Reiße 3 Häuser und 3 Straßensegmente im Nordbezirk ab. Einfach random 3 Häuser. Okay, so, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das sind 3 Orangenhäuser. Ich mag keine Orangenhäuser. Straßen abreißen. Das ist jetzt so. Ich meine, ich kann sie wahrscheinlich gleich wieder. Wieder dran pappen. Von daher. Machen wir kurz auf Pause. Machen wir die weg. Ja, und dann machen wir halt die und die weg. So, jetzt machen wir die gleich wieder drauf. Weil wir sonst, glaube ich, ein bisschen Probleme haben. So. Alright. Das haben wir. Next up. Beeindruckende Blocks zeugen von visionärer Wohnbaupolitik. Gigantische Komplexe aus Stahl und Kunststoff werden tausenden glücklichen Familien ein gemütliches Zuhause bieten. Liefere Stahl und Plastik in den Ostbezirk. Okay, Stahl kriegen wir von hier und Plastik kriegen wir halt von dort. Aber Plastik kann halt auch hierher transportiert werden mit dem Schiff. Entsprechend, wenn wir hier ein LKW-Ding machen, sollte das passen. LKW-Station. Okay, hier wird später was gebraucht. Macht nichts. Wir machen das hier hin. Cool. Und jetzt haben wir hier eine Entladestelle im Ostbezirk. Hier. Irgendwo. Ah! Das ist Teil des Ostbezirks, oder? Ich glaube, hier sagen wir mal. Den Ostbezirk. Alter, das ist hier. Wehe, das zählt nicht, als in den Ostbezirk liefern. Und, Plastik. Ja gut, viel Plastik-Demand ist da jetzt nicht, aber sagen wir, wir gehen den mal so ein bisschen nach Norden. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das so einigermaßen passt. Brauchen wieder eine neue Linie. Und zwar eine A-Linie. Und zwar der Ostbezirker. Nenne ich das einfach mal. Einmal kurz weiß. Weiß, danke. Und zwar von da nach da. Wehe, du funktionierst mit dem Plastik nicht. Und jetzt hauen wir da mal ein paar LKWs drauf, die entsprechend was transportieren können, und zwar Plastik und Stahl. Ostbezirk. Let's go. Jetzt sollte das Schiff dann in Bälde da auch hinbringen. Hä? Bringst du nicht Stahl? Hier runter? Warum ist hier so wahnsinnig viel Stahl? Stahl? Stahl-Mini-LK. Ach nee, der Stahl kommt dann hierher und der wird dann hier zu Stein gemacht und dann kommt der Stein wieder. Keine Ahnung wohin. Hierhin? Oder stirbt einfach? Weiß ich nicht, warum? Das macht weiterhin Ding zu Stahl. Warum fährt das Boot nicht mit Stahl weiter? The fuck? Jetzt kommt. Oh, jetzt kommt es auch mit ein bisschen Plastik. Also, okay. Ich sag mal so, das wird schon passen. Das wird schon passen. Stahltechnisch sollte hier eigentlich. Warum fährt sie hier nicht mit. Ihr macht's doch Stahl. Ja, vielleicht macht's hier noch nicht genug Stahl. Lieferant. Abnehmer. Abnehmer Ostbezirk. Versendet. 19. Das halte ich für eine Lüge. Aber okay. Weil wir haben noch 0. Gut. Das sollte sich jetzt im Laufe der nächsten Zeit so passend machen. Nach Galati. Also Gunda zu. Top.
Züge sind ausgelastet, aber nicht überlastet. Der Bus. Bus Bukarest. Könnte noch ein Ding brauchen. Oh, sehr schlecht. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Ersetze dieses Fahrzeug. Und einmal duplizieren. So. Ah, jetzt wird auch Stahl geliefert. Top. Top, top. Gut. Was ist eigentlich das? Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich noch wichtig werden. So, von dem her, wie schaut es eigentlich mit dem aus? Ja gut, Ostbezirkler. Bus Bukarest ist, macht halt Minus, aber es ist halt gut ausgelastet. Also, what the fuck? Es ist eigentlich ziemlich gut ausgelastet. Keine Ahnung, warum. Bus Galati schaut gut aus. Mal kurz. Ja, hier warten nicht zu viele. Ja gut, hier warten ein paar auf Bus Galati, aber da kommen gerade auch zwei hintereinander. Also, von daher easy. Bus Konstanza macht aus irgendwelchen Gründen Plus, obwohl der eigentlich ziemlich nicht so geil ausgelastet ist. Bus Konstanza Galati. Hier ist super ausgelastet. Nehmen wir so. LKW Öl. Der Öl-LKW selber. Ich meine, gut, der fährt in die eine Richtung leer. Aber vielleicht vor allen Dingen wegen dem Autobahnchaos war das jetzt so ein bisschen nicht gut. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt macht er schon wieder Plus. Okay. Das nehmen wir. Ja, der Bus in Konstanza selber. Nee. LKW Rohöl, das ist ein super Ding. Das machen wir nicht anders. Schiff ist okay. Stahl-Mini-LKW. Das ist der hier. Ich glaube, solange der Ostbezirk jetzt hier fährt, ist das eher schlecht. Aber sonst ist der okay. Steinerner. Was ist das für einer? Wo fährt die überhaupt? Der Pferde bringt Stein von da nach da. Warum ist der so geschissen? Warum ist der literally so geschissen? Warum bringt der Plastik? Warum bringt der Plastik? Verstehe ich nicht. Egal. Tram Bukarest. Oh, die ist gar nicht so krass ausgelastet, wie ich dachte. Ich dachte, hier ist mehr Action bei der Tram, aber... Nee, mehr Bus Bukarest, der gerade so ein bisschen gefragt ist. Deutlich mehr Bus Bukarest. Ich meine, Tram Bukarest auch ein bisschen, aber... Okay. Würde ich sagen, lassen wir jetzt erstmal so und damit waren wir ganz unten zu. Die Züge, ja, der macht nicht so ganz gut. Der andere macht besser. Wir haben halt nur drei Züge. Wir könnten auf zwei zurückgehen. Vielleicht auf zwei zurückgehen. Zustand von mehreren Fahrzeugen ist sehr schlecht. Von welchen? Kannst du mir sagen, von welchen? Das wäre cool. Schlecht. Oh, der hier, den tauschen wir mal aus. Oh, ich muss... Fahrzeug verwalten. Damit muss ich den ernsthaft... einmal komplett neu mit 14 von den Wagen ausstatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, hat funktioniert. Gut, sehr schlecht. Die beiden einmal ersetzen. Dann, die hier sind mittelmäßig. Kann ich... Okay, ich ersetze jetzt einfach mal alle. Fuck you. Achso, ich habe schon ersetzt gerade. Alright. Sonst irgendwo...
Hier ist sehr schlecht. Ja, komm, ersetzen wir. Hier, sehr schlecht. Einmal ersetzen. Plus Bukarest, sehr gut. Top, okay. Das hier macht gerade. Super. Okay. Bus Bukarest. Okay, ich will folgenden Vorschlag machen. Bei Bus Bukarest hauen wir einfach noch einen. Aber sind halt teilweise leer, aber teilweise voll. Also, es ist so weird. Ist echt ungut. Das Gewirr aus krummen Gassen ist zum Glück bald Geschichte. Künftig werden die Wege schön ordentlich und rechtwinklig angelegt. Das macht alles einfach und effizient. Plane das neue Straßennetz, indem du die vorgegebenen Punkte im Westbezirk verbindest. Im Sinne von, ich hau da jetzt einfach Straßen hin, oder? Im Sinne von halt so und ja. Okay. Alright. Hey, auch nicht möglich. Fuck you. Ah ja, so super. Kommt direkt eine neue Straße dazu. Top. Warum haben wir eigentlich diese komische Ding gerade? Oder war das gerade einer von den Punkten? Keine Ahnung, gleich haben wir es geschafft. Sobald der nächste Stahl angeliefert wird, dann können wir auch hier den Ostbezirker wegmachen. Ich weiß nicht, ich glaube, der macht ein bisschen Schabernack mit anderem Stuff, den ich möchte. Plastik haben wir. Wobei, Plastik haben wir. Okay, der liefert gerade Stahl. So, sobald der da ist, können wir den wegmachen. Weil ich weiß nicht, der ist mir irgendwie so ein bisschen suspekt. Wobei, ist der nicht theoretisch besser als der? Nee, eigentlich nicht. Oder? Keine Ahnung, ich mag den nicht. Der hat, glaube ich, gerade so ein bisschen was gerade abgefuckt bei mir. In der Planung. Der unerschütterliche Verteidiger der granitstarken Einheit der Partei und seine ebenso geniale wie grazile Gattin wollen den tüchtigen Menschen Rumäniens ein Denkmal setzen. Ein Haus des Volkes. Es soll von der Strahlkraft des Präsidentenpaares und all den glanzvollen Errungenschaften zum Wohle der ganzen Republik zeugen. Du sollst bei der Errichtung dieses monumentalen Bauwerks behilflich sein. Okay. Frau Dr. Elena liebt Prunk. Sie hat dich beauftragt, die Inneneinrichtung aus der eigens errichteten Fabrik abzuholen. Finanziert wird das Ganze aus den Einnahmen des staatlichen Passagierverkehrs. Alles klar. Gut. Liefere Prunk zur Palastbaustelle, nicht zur Plastikbaustelle. Der süßeste Kuss der Heimaterde. Der Erbauer von allem, was gut und gerecht ist. Er soll auf seinem Weg nur die stolzesten Exemplare aller ländlichen Erzeugnisse erblicken. Und nur die fleißigsten Genossinnen und Genossen der Republik sind seiner Nähe würdig. What the fuck? Was ist die Aufgabe? Ich verstehe nicht ganz. Ich glaube, ich sollte wirklich einen der Züge einstellen. Aber okay, wir nehmen. Sorge dafür, dass die erste Familie des Landes erblicken mag, was ihr Auge erfreut. Alter, what the fuck sind das gerade für Texte? Bringe Personen zu den Tribünen bei der Kanalbaustelle Ölraffinerie, dem Stahlwerk und dem Palast und Deko... Was? Ich bin hart überfordert. Und zwar mit so ziemlich allem. Verkehrstechnisch, ich meine ja hier, staut sich's ein bisschen vor dem Ding.
Wir könnten die theoretisch bis hierher dreiteilig machen. Aber sonst... Okay, wir machen das jetzt bis hier dreiteilig. Ich verstehe nicht ganz, was die Aufgabe gerade von mir will, aber das werden wir gleich ändern. Also werden wir uns gleich anschauen. Jetzt erstmal müssen wir mal wieder ein bisschen Autobahn verbessern. Und zwar... Nein, what the fuck, ich hasse das teilweise. So. Funze besser. Okay. Gut, was wollt ihr jetzt von mir? Bringe Personen zu den Tribünen der Kanalbaustelle. Okay, also wir müssen hier Personen hinbringen. Checkt. Der Ölraffinerie. Hier müssen wir auch Personen hinbringen. Machen wir vielleicht eine Linie, die einfach von Constanza, Galati und dann... Beziehungsweise, nee, dann macht das so ein bisschen geschissen, oder? Dann machen wir zwei Linien. Eine von Constanza dahin und von Galati dahin. Und dem Stahlwerk. Okay, da, also wir machen drei Linien. Wir nennen die auch ganz wunderbar A-Besucher 1. Und A unterstrich, habt ihr es erraten, A unterstrich Besucher 2. Und last but not least, A unterstrich Besucher 4. Nee, natürlich Besucher 3. Sorry, falls ich irgendjemanden gerade getriggert habe. Ich habe mich wahrscheinlich am ehesten selbst getriggert, weil ich das hasse, wenn so Inkonsistenzen ist. So, wir machen das jetzt in... Moment, wir müssen ja erstmal ein paar Bushaltestellen dort auch entsprechend hinbauen. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Und last but not least. Ah, Moment, hä? Hier ist schon eine Buslinie. Hätte ich auch gerade eine? Nee, aber wir haben zumindest schon mal vorgeplant. Gut. Dann einmal. So. Einmal. So, und last but not least, einmal hier sind viele Leute. Aber hier auch, aber hier sind vielleicht zu viele Leute. Machen wir so. So, und jetzt haben wir da Stuff drauf. Und zwar so alte Busse, weil so viele werden da jetzt wahrscheinlich eh nicht hinwollen. Von daher nehmen wir jeweils zwei. So. Das wird jetzt ein bisschen dauern bei dem einen oder anderen. Jubelnde Massen heranschaffen. Ach so, das ist... Ich kann was quasi aussuchen. Oh, okay. Egal, das wird schon passen. Solange das funktioniert, passt alles. Gut. Apfelbäume gepflanzt. Was zur Hölle? Und dem Palast. Oh, literally. Das hier zählt als, ich habe Leute zum Palast gebracht. Okay, das heißt, was wir gerade gemacht haben mit diesen Linien, ist vollkommener Bullshit. Noted. Ich lasse sie trotzdem mal sicherheitshalber, solange die Quest läuft. Und dekoriere das Gebiet um die Tribünen mit Apfelbäumen. Es gibt Apfelbäume? Gemischte Bäume. Gibt's Apfelbäume? Red Delicious Apfelbaum. Okay, man lernt nie aus. Ah, Apfelbäume. Schön geil. Hä? Schön geil Apfelbäume. Immer mehr Apfelbäume. Alright. So, und last but not least hier auch nochmal ein paar Apfelbäume. Warum auch immer sich Leute Baustellen anschauen wollen. What the fuck? Wer will sich Apfelbäume anschauen? Baustellen. Wer will sich Apfelbäume anschauen? Nee, aber wer ist denn ein fucking Apfel, während er sich so eine komische Stahlfabrik anschaut? So,
jetzt einen Apfel. What the fuck? Was stimmt mit den Leuten hier nicht? Ich meine, what the fuck? Oh, Moment. Hier ist jetzt Stahl. Hä, warum ist auf einmal so viel Stahl hier? Okay, ich glaube, wir brauchen hier noch einen mehr. Der auf die, Stahl-Mini-LKW fährt. Stahl-Mini-LKW. Ich glaube, ich werde den hier mal ganz kurz ersetzen durch den hier. Also dem ist der mittelmäßig vom Ding her. Und einfach damit, weil hier wird gerade offenbar wieder gut was gemacht. Ich glaube, das mit den Schiffen hat wirklich mit den Linien ein bisschen was durcheinander gebracht. Warum kommt der halt, wie gesagt, jetzt mit Plastik an? Fuck you. Gib das jetzt hier weg. Ich mag das nicht. Warum kommst du hier mit Plastik her? Begeisterter Beifall. Prachtvolle Pflanzungen säumen den Weg. Überschwängliche Wogen des Beifalls brannten auf. All dies zeugt von der unendlichen Weisheit und Güte unseres verehrten Präsidentenpaares. Dass Leute literally dazu bringt, sich Baustellen anzuschauen. Ja, soweit dahingehend. Okay, was wollen die jetzt bezüglich Prunk? Schauen wir mal einen kurzen Blick, ob es verkehrstechnisch irgendwelche ganz krassen, geschissenen Sachen gibt. Ich glaube, ich werde den einen Zug wirklich wegmachen. Hier, hier Zug. Ich werde die hier ändern. Fahrzeug verwenden. So. Und zwar, ich hau da einen davon dazu. Hau davon auch einen davon dazu. Und jetzt lösche ich den hier. Beziehungsweise verkaufe den. Und hoffe einfach mal, dass das jetzt so ein bisschen besser ist. So, wo sind die Züge gerade? Der eine ist da, wo ist der andere? Der ist hier. Okay, ja gut, dann warte du nochmal ganz kurz, bis der hier so ein bisschen da drüben ist, damit das so ein bisschen besser läuft. Weil ich glaube, hier ein langer Zug ist deutlich, deutlich besser. So, der muss jetzt, muss der anhalten? Nee. So, jetzt kann der weiterfahren. So, schauen wir mal, wie das wird. Ich meine, ich kann den halt auch nicht unendlich lang machen, aber sollte schon einigermaßen hier passen. Richtung Galati, sehr schön. Ja, ich glaube, viel mehr werden wir nicht brauchen. So, Prunk anliefern. Palastbaustelle, die ist genau hier und die Prunkbaustelle ist hier oben, habe ich gerade schon gesehen. Gut, für jeweils 10 transportiert. Was? Für jeweils 10 transportiert. Aus dem. Ah, Moment, das ist interessant. Finanziert wird das Ganze aus den Einnahmen des staatlichen Passagierverkehrs. Das heißt, unsere ganzen Linien. Interesting. Und außerdem einen, das minimale Minus ist, ist auch alles cool. Okay. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal ganz kurz kleine Landstraße, verbinden das hier so. Also nicht so geschissen, aber grundsätzlich. Warum fährt hier ein Auto? What the fuck? Warum fährt hier ein Auto hin? Keine Ahnung. Genau, und jetzt brauchen wir eigentlich nur einen Prunk-Express. Theoretisch könnten wir das sogar mit Eisenbahn machen, aber nee. Machen wir nicht, machen wir ganz normal. Warum lösche ich eigentlich immer diese A-Strichlinien? Das ist eigentlich dumm. A-LKW, nee, A-Prunk-LKW, so rum.
Einmal in weiß und dann... Moment, wir brauchen erstmal die entsprechenden Infrastrukturen. LKW-Station einmal hier rüber und einmal LKW. Ich schätze mal, Entladestelle wird reichen. Hier so hin. Leck mich am Arsch, ruckelt das gerade. So, dann... Hier rüber. Habe ich das richtig angeklickt? Nice. Gut. Zustand von mehreren Fahrzeugen ist sehr schlecht. Oh, man kann das bei insgesamt... Wartung für die gewählten... Das hat jetzt nichts gemacht. Das gefällt mir nicht. Okay, vielleicht also erstmal sortieren und dann aber tatsächlich bei den Dingen LKW Rohöl. Die müssen alle mal ganz kurz ersetzt werden. Dann schauen wir wieder auf alle. Zustand schlecht. Boot, der eine Zug. Okay, den einen Boot. Boote und ein Zug, okay. Boote und ein Zug sind schlecht. Nehmen wir gleich die ganzen, die hier schlecht sind. Und das war jetzt sehr dumm. Wobei, ich hab... Warum nicht klonen und dann löschen? Das müsste eigentlich auch passen. Es fickt sicher irgendwie die Reihenfolge von dem Ganzen, aber hä. So. Jetzt werde ich die einfach klonen. Und dann verkaufen. Und hoffen. Ich habe den jetzt gelöscht, oder? Und hoffen, ja, habe ich, dass es nicht komplett alles fickt. Nee, es schaut eigentlich gut aus. Die beiden sind immer noch komplett versetzt. Nicht ganz perfekt versetzt, aber... Schau, wie schaut es mit den Schiffen aus? Okay, die Schiffe sind gerade ein bisschen geschissen. Du fährst mal bitte Richtung... Du fährst mal bitte Richtung Ostbezirkhafen. Und du hältst an. Dann schauen wir mal, dass das so ein bisschen angenehmer von der Abfolge ist. Du hältst vielleicht auch noch mal ganz kurz an. Du kannst jetzt schon langsam weiter. Nein, du fährst bitte ganz normal Richtung Galati-Hafen. Und du fährst jetzt gleich nach Bukarest-Ostbezirkhafen. So. Das hat jetzt natürlich alles gefickt, war eh klar. Gut, Prunk anliefern, das sollte jetzt... Habe ich da jetzt eigentlich schon LKWs drauf gepappt? Ich glaube nicht, oder? Nope. Okay. Das heißt, wir brauchen etwas, was Prunk liefern kann. Das kannst du und eigentlich auch nur du, oder? Das auch, aber wir brauchen natürlich viel Prunk. So, es produziert ein Stück Prunk. Oh, holy shit, für 10 transportierte Personen. Heilige Scheiße, wir transportieren viele Personen. Die Transportfabrik, genau. Die Fabrik kommt gar nicht vernünftig nach. Top. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt das Letzte ist. Das heißt, es könnte sein, dass wir heute tatsächlich das fertig machen. Das wäre eigentlich ganz nice. Das wäre eigentlich ziemlich nice, wenn wir das heute fertig kriegen würden. Oh. Wie schaut es jetzt geldtechnisch aus?
Stahl-Mini-LKW, der ist jetzt gerade so ein bisschen im Arsch. Aber vielleicht nur, weil ich mit den Booten gerade so ein bisschen rumgefickt habe. Kann gut sein. Warum auch immer der Plastik liefert. Moment. Du bist ein Stein, Dude. Steinerner. Ich ersetze die mal alle durch Dinger, die nur Stein machen können. Und hoffe darauf, dass das dann nicht... dass das dann besser funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh, 106. Okay, vielleicht... vielleicht habe ich da einfach nur ein bisschen den Tag vor dem Abend gelobt. Mit den Zügen. Vielleicht wollen die Züge doch ein bisschen mehr. 131, ja, es ist ziemlich voll. Ein Galatti neben dir ist. Schau mal, ob da gleich noch einer... drei müssen warten. In die Richtung nicht, aber in die Richtung, der ist voll. Oh, vielleicht noch mal ein Wagen dran. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist ganz, ganz sinnvoll. Hier kommen die jetzt, die holen den Prunk ab. Kann ich dich kopieren? Würde ich gern kopieren. Nicht verkaufen? Kann ich die hier kopieren? Moment kurz. Prunk-LKW. Einmal bitte klonen. Und die leeren schicke ich jetzt, clever wie ich bin, Richtung Unteralexandria. Der fährt schon Richtung Unteralexandria. Der auch. Der auch. Klonen wir gleich nochmal. Ah ja, und die kommen jetzt mit dem Prunk daher. Wie fahren die? Damit. Das ist ein Negativer an, wenn es weiß ist, dass man das schlecht sieht. Aber jetzt ist. Okay, ein bisschen grau hilft auch nicht. Die fahren so, okay. Alright. Was ist hier? Oh ja, Bus Bukarest. Brauchen doch mehr Bus Bukarest. Obwohl, irgendwie viele sind ziemlich leer. Das ist halt weird. Oder ist dann quasi leer? Hm. Das ist halt weird. Ich werde einfach noch mal ein, zwei... mehr Bus Bukarest als ein... nein, nicht alle Fahrzeuge. Eines bitte nur. Eines mal noch klonen und halt auf das Beste hoffen. Ich weiß, die machen negativ, aber hey. Tram? Gefühlt, die ist ziemlich voll, aber... naja. Keine Ahnung, ich glaube, die sind alle nur hier in der Gegend voll und nicht woanders. Vor allen Dingen der Bus hier. Fährt ja auch so ziemlich alles ab. Also. Verstehe nicht so ganz. Naja. Egal. Ja, ob der eine Ding, der eine Wagen da wirklich noch was großartig macht. Ich meine, da warten gerade 24, aber da wollen ja auch einige aussteigen. Ja, ob das sowas macht, ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber prunktechnisch, hier wird viel produziert. Jo. Also Prunk sollte gleich erledigt sein. Derweil schauen wir uns nochmal an. Von dem her passt alles. Man braucht einfach wirklich viel Autobahnen hier und breite Autobahnen. Dann passt das auch einigermaßen.
Ja. Wir alle hupen. Und hier, das ist auch super, wie das funktioniert. Das hier ist echt eine ziemlich gute Lösung, die wir heute hier gemacht haben. Von dem her. Da muss ich echt sagen, das ist echt cool. Oh, hier ist auch sogar eine kleine Ampel. Die wird quasi wahrscheinlich nie verwendet. Wir könnten es wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren, wenn wir das hier rauslöschen würden, aber hey. Das ist auch nicht so tragisch. Hier schaut es auch top aus bei der Ausfahrt. Die sind ziemlich voll, aber nicht überfüllt. Hier passt auch alles. Läuft alles wie am Schnürchen gerade. Hier, das hier ist auch nice. Das hier ist nice. Schaut alles gut aus vom Verkehrsfluss. Muss sagen, da bin ich echt ein bisschen stolz drauf, dass wir das so gut hingekriegt haben dann im Endeffekt. Das ist so noch so mit das Größte an Stau, was es hier gibt. Alles top. Also ich muss echt sagen, ich dachte nicht, dass das so gut ist. Und die Straße ist gar nicht mal so überfüllt, die hier nach Konstanza fährt. Also, die Konstanza Galatibus kommt. Nice. Also dahingehend muss ich sagen, alles top. Warum transportiert ihr Wichser Plastik? Ich verstehe es nicht. Ja, hier ist gerade ein bisschen Stahl. Aber hier wird jetzt... Ah, Moment, der Stahl kommt von da oben. Ja, nee, das passt dann schon. Das ist schon voll cool. Vielleicht ist es sogar einer zu viel. Ein LKW. Bei 17, ja doch, ist ein LKW zu viel. Wobei, besser, die fahren ein bisschen leer rum als... Weil so viel Minus machen die jetzt, glaube ich, nicht, oder? Wo ist denn der? Der Stahl-Mini-LKW. Ah, wobei doch, nee, die machen schon ein bisschen Minus. Um das Gebäude zu ehren, sollen nur die edelsten Produkte der Volksrepublik selbst Verwendung finden. Zum Beispiel Marmor aus Siebenbürgen. Marmor zur Palastbaustelle. Ja, wo ist ein Marmor? Aus Siebenbürgen. Ist das irgendwie im Arsch der Welt, oder? Hä, wo ist Marmor? Prunkfabrik. Wo, ah, da ist Marmor. Da ist Marmor, okay. Jetzt so ein bisschen geschissen von dem Ort, wo das ist. Aber ich glaube, so kriegen wir das hin, oder? Kleine Landstraße, einmal so. Ich meine, das muss halt dann halt ein bisschen hier langfahren, aber... das bitte so vernünftig verbinden. What the fuck? Ach so, habe ich irrtümlich einmal so gemacht, oder was? What the fuck? Okay, irgendwie, das ist gerade weird. Kann ich das bitte auf normal haben? Ja, danke. Jetzt so? Ja. Ja, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen angenehmer. So. Easy. So. Gut. Dann, ja, würde ich sagen, können wir hier den Prunk-LKW einfach easy going. Kastanienweg ist der, wo wir hin müssen. Einfach mal... Also... Müssen wir nochmal so machen, kurz. LKW-Station. So. Und schon. Top. Die
ein bisschen Glück können die Dinge auch Ding machen. Hä? Lass mich Infos sehen, Details. Marmor, top. Also einfach rüber mit euch. Einfach rüber mit euch. Und ja, dann kriegen wir es heute zwar noch nicht hin, aber ich würde trotzdem sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir dann höchstwahrscheinlich hier abschließen. Marmor, es abbringt dir nichts. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es funktioniert ausnahmsweise mal alles. Es hat ewig gedauert, aber, also literally, glaube ich, 5 Parts, bis hier alles verkehrstechnisch mal lübt. Aber dafür lübt es jetzt gut. Keine Staus, nicht großartige Personentransportprobleme, Gütertransportprobleme, alles cool. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Transport Fever 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.